Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei uns auf unserem Kanal. Heute geht's mal wieder um den Hoflader. Heute Morgen war ich erst unterwegs. Wir wollen ja Wasser in die Reifen füllen. Und dazu war ich jetzt heute Morgen bei unserem Baustoffhändler hier. Der hat eine schöne Waage, wo wir den Kleinen hier mal wiegen konnten, damit wir mal ein Anfangsgewicht haben. Dann füllen wir Wasser in die Reifen, dann fahren wir nochmal zum Wiegen und dann werden wir wissen, wie viel das gebracht hat. Zwar nicht pro Reifen, aber insgesamt. Pro Reifen zeige ich euch noch, wie wir das relativ gleichmäßig gefüllt bekommen. Ist eigentlich sehr einfach. Aber jetzt erstmal zu einem anderen Thema. Auspuff. Ach so, bevor ich es vergesse. Ich habe euch natürlich mitgenommen zum Wiegen. Auf dem Hinweg etwas schneller, auf dem Rückweg etwas langsamer. Aber das machen wir jetzt mal zuerst. Auf in den Kampf. Wir fahren zum Baustoffhändler. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was er genau wiegt. Ja, auf dem Typenschild steht 2300 Kilo Leergewicht. Wir haben den Tank voll, Hydrauliköl, alles im betriebsbereiten, vollgetankten Zustand. 2190 Kilo. So, das ist jetzt gewogen. Wir sind jetzt nicht ganz pingelig. Ich werde jetzt nicht nachtanken und gucken, ob dahinter 3 Liter Diesel fehlen oder nicht. Wir werden jetzt die Reifen mit Wasser befüllen. Dann werden wir nochmal zur Waage fahren und dann sehen wir, wie viel insgesamt dabei rausgekommen ist. Alles Weitere, wenn wir beim Wasser in die Reifen füllen sind. Jetzt geht es erstmal um den Auspuff. Im Video, wie ich den Strohballen zu den Rindern fahre, sieht man ganz deutlich, die Rinder laufen um den Hoflader und bekommen die Abgase volle Pulle ab. In dem Video konnte man das ganz gut sehen, weil die Abgase eingefärbt sind. Gerade im Video konntet ihr sehen, der qualmt nichts, wenn der richtige Betriebstemperatur hat. Dann läuft der richtig gut. Ich habe gestern noch ein Video gesehen, wo einer mit einem Weidemann fährt. Im kalten Zustand qualmt der auch. Wenn der hinterher betriebsbereit und Betriebstemperatur hat, ist das vorbei. Wir werden da dran gehen in jedem Fall. Aber im Video mit den Rindern konntet ihr halt sehen, die stehen volle Pulle in den Abgasen. Hat auch einer drunter geschrieben, ist das denn die ganze Scheiße, kriegen die Tiere ab. Das geht ja gar nicht. Genau, wenn ich um den Hoflader rumlaufe, laufe ich hinten am Auspuff vorbei. Dann halte ich immer schon die Luft an, weil der mir genau das Ganze hier in Kopfhöhe ins Gesicht pustet. Also von daher brauchen wir jetzt unbedingt eine Änderung an der Auspuffanlage, damit die Abgase nicht permanent nach hinten weggepustet werden, sondern in eine andere Richtung. Das werden wir gleich sehen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Ist-Zustand an. Und ich hatte ja angekündigt, ihr brecht zusammen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Auspuff und Luftfilter liegen ja hinten auf dem Motordeckel. Ja, auf der Motorkiste, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Diese ganze Kiste ist mit 4 Schrauben verschraubt, das habe ich schon nachgeguckt. Aber sie ist halt fest montiert. An den Seiten haben wir die Zugangsklappen rechts und links. Und hier hinten könnten wir jetzt auch noch 2 so Schienen rausschrauben, um an den Kühler zu kommen. Aber am Ende des Tages ist das jetzt hier ein fest verbauter Motorschutz, eine Motorabdeckung. So, und ihr seht schon, wenn ich dahinter stehe, ich kann im Prinzip in den Auspuff gucken. Ist ja nicht wirklich optimal, deswegen werden wir das Ganze jetzt ändern. Also das ist die Ist-Situation außen am Hoflader. Und hier seht ihr schon, kommt der Abgaskrümmer vom Motor, dann geht das hier in so ein Abgasrohr nach oben weg. Da sitzt so ein Flex-Einsatz, so ein Flexrohr nennt man das auch, damit der Auspuff sich bewegen kann und das Ganze nicht starr miteinander verbunden ist. Weil wenn ich das alles fest verschraube, der Motor bewegt sich, das Ganze dehnt sich aus mit Wärme und Hitze, dann habe ich irgendwann Risse oder der ganze Kram bricht mir sogar. Also verbaut man da so Flexrohre im Abgasstrang, damit das Ganze so ein bisschen beweglich ist und nicht starr miteinander verbunden ist. Das haben wir hier auch. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Attraktion. Und die Attraktion kommt da. Seht ihr das? Da ist der Schalldämpfer einfach nur über das Abgasrohr rübergestülpt. Der ist nicht mal mit einer Schelle befestigt. Ich habe erst gedacht, ich sehe schlecht. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Also, da oben ist keine feste Verbindung zwischen dem Abgasrohr, was vom Motor kommt, und dem Schalldämpfer, der oben auf die Haube geschraubt ist. Jetzt nochmal der Blick von oben. Seht ihr das? Kann ja nicht wahr sein. Das ist doch nicht deren Ernst, dass den Auspuff, dass der nicht vernünftig hier verschraubt ist. Also da habe ich ja echt nicht schlecht gestaunt. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also A, entweichen da Abgase, logischerweise. Und B, macht das ja auch Krach, weil der Schalldämpfer sitzt ja erst im Nachgang. Also im Prinzip kommen da ungefiltert die Motorgeräusche raus. Also das ist ja unfassbar. Wir starten jetzt aber erstmal damit, dass wir den Schalldämpfer hier oben runterschrauben. Das ist ja nur diese Schelle, die den Schalldämpfer auf dem Halter da an der Motorklappe festhält. Das machen wir jetzt mal als erstes ab und nehmen den Schalldämpfer runter. Dann sind wir schon mal ein bisschen schlauer, wie es dann in Wirklichkeit aussieht. Und dann zeige ich euch auch, was wir genau wie umbauen, damit das dann am Ende optisch ein bisschen schöner wird und abgastechnisch ein bisschen besser. Im Prinzip ist der Auspuff ja schnell abgebaut, ist ja nur die Schelle, die den hält. Aber da kriegst schon wieder die Pimpernel, ne? Eine 10er Schraube, oben mit einem 14er Kopf und mit einer 17er Mutter. Da haben die wahrscheinlich irgendwie Resteverwertung gemacht. Ich kann es gar nicht mal sagen. Verstehe ich nicht. Aber gut. Wir nehmen jetzt mal eben die Schraube hier raus. So. Ah, da sitzt noch eine Schraube. Halter und Schrauben ab. Auspuff ab. Tatsächlich. Ehrlich, das ist nur reingesteckt. Also, das ist ja nicht mehr normal. Ich bin sprachlos. Aber hier seht ihr dann schon, jetzt ohne Witz, das ist China-Zeug, ne? Hier ist der Auspuff schon am Gammeln, wo der in der Schelle lag. Hier hat er schon so ein paar Lackstellen, die nicht mehr so doll sind. Aber gut, das haben wir jetzt erstmal abgebaut, das Ding. Jetzt geht es nochmal ans Nachmessen und dann rüsten wir auch schon um. Also im Prinzip lüfte ich mal das Geheimnis. So soll er sitzen. Wir werden also jetzt hier das Rohr abschneiden, hier unten am Schalldämpfer. Ach, das zeige ich euch jetzt gleich mal von Nahem. So der Plan. Dann kommt der Halter weg und dann sieht das doch schon viel besser aus und die Abgase gehen nach oben und nicht mehr nach hinten. Einfachste Bauweise, ne? Wir werden jetzt sicherheitshalber nochmal nachmessen. Also hier ist ein 52er Rohr dran. Das Abgasrohr, was hinten aus dem Schalldämpfer kommt, ist auch 52. So, das Rohr ist natürlich dicker, ist ja logisch, das muss ja über der 52er Rohr und hat ja hier auch Spiel ohne Ende. Aber entscheidend ist wieder das Rohr hier. Und das ist wieder ein 52er. So, und damit werden wir jetzt das Ganze hier abflexen, dass die Biegung wegkommt. Flexen wir das jetzt hier weg. Dann kann ich hier mit der Doppelschelle den Auspuff miteinander verbinden. Und dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Da fangen wir jetzt mal mit an und starten mal damit, dass wir das schon mal so weit fertig haben. Hier sieht man das auch am Schalldämpfer ganz gut. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist ein dickeres Rohr und hier verjüngt sich das wieder. Hier geht das dann wieder in das normale über. Keine Ahnung. Also, das ist ja wieder phänomenal.
Also, das Rohr ist abgeschnitten. Wir haben ja hier ein bisschen Luft. Und hier kommt jetzt die eine Seite der Doppelschelle drauf. Das passt prima. Auf der anderen Seite habe ich das schon ausprobiert. Funktioniert das auch. Wir nehmen jetzt den ganzen Kram wieder mit. Ich hatte das hier auf so einen Holzbock gelegt, damit ich mir das nicht alles verkratze. Ein Spanngurt drumherum. Fertig, ging ganz gut. Und jetzt, Attacke. Werden wir das mal ausprobieren, wie es am Trecker dann aussieht. Ich glaube, das wird gut. Wir bauen jetzt mal eben den Auspuffhalter ab. Auch da wieder ein Schraubenwirrwarr. Innen drin eine 14er Mutter. Außen drauf ein 12er Kopf. Dann denke ich auch immer, was soll das? Warum macht man das? Wollen die uns ärgern, die Chinesen, oder was ist da los? Und wisst ihr, worauf ich jetzt mal richtig gespannt bin? Was unter diesem Halter ist. Also, die Haube war vorher gelb. Das kann ich euch sagen, weil hier sind zwei Macken drin. Auf der anderen Seite auch schon. Wo die herkommen, weiß ich nicht. Aber da sehe ich, dass die Haube da unten drunter mal vorher gelb war. Also hat man wahrscheinlich gedacht, Mensch, wir bauen mal ein paar grüne, nehmen eine gelbe Haube und lackieren die um. Keine Ahnung. Eine Grundierung ist das jedenfalls nicht. Hier an den Ecken sieht man, an den Kanten sieht man das auch. So, und ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen, was uns hier unter dem Halter erwartet. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist jetzt eine 8er Schraube mit einem 12er Kopf und einer 14er Mutter. Ehrlich, also. Warum kann man da nicht einfach oben und einen 13er Kopf verbauen? Ich habe keine Ahnung, ob die da echt Restevermehrung machen. Was haben wir noch über? Das können wir ja verbauen. Unglaublich. Naja. Aber das ist jetzt halt China. Muss man mal fairerweise und ehrlicherweise auch sagen. Der Auspuff mackelig und gammelig. Der Halter hier. Wie lange haben wir den Hoflader jetzt? Seit Weihnachten. Was haben wir denn heute? 10. Februar. Ja, sagen wir mal seit anderthalb Monaten. Der steht jetzt natürlich im Moment auch draußen. Ja, das ist so, das weiß ich. Aber guckt euch mal den Halter hier an, der ist ja überall am Gammeln. Das ist echt. Also das ist, die Abstriche muss man natürlich da machen, wenn man so ein China-Ding kauft. Ui. Das hatte ich jetzt aber schlimmer erwartet. Da sind jetzt 6 Löcher drin. Fragt mich nicht, warum das so ist. Langlöcher. Hier relativ dicht zusammen 4 Stück. Und hier nochmal 2. Hier war der Halter jetzt drauf. Da ist natürlich jetzt Farbe ab. Ja, da ist Farbe ab. Aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ja, ich denke nicht, dass wir hier meckern müssen. Das ist okay. War ja schließlich Metall auf Metall. Wir sind ja in China. Und da schrauben wir ja Metall auf Metall. Da machen wir ja keine Kunststoffscheiben oder irgendwelche Klebebänder dazwischen. Das wird einfach hier stumpf aufeinander geschraubt. Aber gut, das haben wir schon mal erledigt. Wobei man jetzt auch die Lackqualität sieht, ne? Hellgrün, dunkelgrün. Komisch, ne? Eigentlich denkt man doch, man hat verbleicht, da wo die Sonne hinscheint. Aber das ist heller wie das drumherum. Zeige ich euch sofort. Aber ich denke, da sieht man das schon ganz gut, ne? Hier alles gammelig, eine oberbeschissene Schweißnaht. Auf der anderen Seite geht sie. Aber überall ist das schon so ein bisschen am Gammeln hier drin. Hier ganz besonders. Ja, da unterscheidet sich dann halt schon so ein Weidemann von so einem Chinesen, ne? So ein billig zusammengeschusterter Schrotthalter. Ja, jetzt habe ich noch mal ein bisschen weiter weggestellt. Jetzt kommt nämlich genau der Punkt. Hier vorne ist jetzt die Doppelschelle drauf. Passt wie die Faust aufs Auge. So. Ja, das war mal geil. Fällt euch was auf? Ich habe den Auspuff lackiert. Das ging mir auf den Sack, dass der verkratzt und vergammelt war.
So, perfekt. Also, das Ding sitzt. Das schrauben wir jetzt mal erst fest. Sehr geil mit der Doppelschelle. Ich habe die größte und längste Doppelschelle genommen, die es gab. 90 lang ist die. Gucken wir uns gleich mal eben zusammen an. Hier kann ich das Ding noch ein Stück hochstecken. Ja, ich hole jetzt mal eben einen Schraubenschlüssel. Das ist nämlich jetzt ein 17er oder habe ich zufällig einen 17er hier? Ja, aber ich hole mir mal eben eine 17er Knarre mit einer 17er Nuss. Dann sieht das schon mal ein bisschen schön aus und geht ein bisschen besser. Bin sofort wieder da. Jetzt aber schrauben wir das Ding nochmal fest. Ah, das ist schon mal ein Endgeiler, ne? Kann man ja da sagen. Ja, das kommt davon, wenn man einen 17er Schlüssel holt und dann eine 15er Nuss ist. Vollhorst. Ja. Ja, sieh hier, 15er. Schlaumeier. Jeder Gang macht schlank, ne? Ah, schön, wenn das passt, ne? So, jetzt. Ich bin ja nachher mal gespannt, ob der leiser wird, weil wir ja jetzt doch dieses komische Überstülbrohr hier gerade wegmachen. Geil. Fest. So, jetzt die obere Schraube noch. Dass der sich jetzt übrigens so bewegt, das liegt an diesem Flex-Teil, was ich euch vorhin gezeigt habe. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ob das jetzt gut ist, dass der sich so bewegt, weiß ich auch noch nicht. Werden wir nochmal überlegen, ob wir da nochmal was dran machen. Vielleicht doch noch eine Schelle dazwischen. Ah, fest. Fest, und wisst ihr, was noch besser ist? Dicht. Weil das ist ja alles entscheidend, ne? Dieses Krachmach-Dingen da. So, tada. Ja, bisschen wabbelig das Ganze. Vielleicht machen wir da wirklich noch einen Halter dran mit einer Schelle hier drumherum, dass wir das hier an der Seite irgendwie noch befestigen, dass der nicht so wabbelt. Gucken wir uns gleich mal an, wenn der Motor läuft. Aber jetzt fehlt ja noch was. Hier oben regnet es rein. Wer das letzte Video bis zu Ende geguckt hat, der weiß, was jetzt kommt. Was fehlt noch zu unserem Glück? Eine Auspuffklappe. Oha, die können wir erstmal ein Stück zusammenschrauben. Alles universal hier, was wir bestellt haben. Also die Auspuffklappe ist, glaube ich, von 48 bis 58 mm. Ja. So. Mal gucken, wir sind ja pingelig, da das Ding auch gerade sitzt. Tut er relativ, ne? Da seht ihr das. Jetzt ist der Auspuff zu. Dann stelle ich mich jetzt mal auf den Reifen. Macht vielleicht Sinn. Ja.
Schaltraum. Schraube auch viel zu lang. Ja gut, ist verstellbar halt, ne? Die werden wir noch abflexen in jedem Fall. Die sind nämlich zu lang hier. Das ist ja Käse. So, das funktioniert. Wie geil ist das denn bitte? Ja, das gucken wir uns jetzt mal eben zusammen an. Ja, das gefällt mir noch nicht. Da werden wir noch eine Schelle dran machen mit dem Halter. Hier einmal drumherum, dass das ein bisschen hält. Aber erstmal funktioniert es. Die Abgase gehen jetzt nicht mehr nach da, sondern nach da raus. Genau den Effekt, den wir haben wollen. Und dann zeige ich euch mal, was mich hier oben auch so ein bisschen stutzig macht. Dann denke ich immer, warum muss das so aussehen? Gucken wir uns mal eben zusammen an. Ich hole euch mal eben dazu. Ja, schauen wir uns das mal eben zusammen an. So sieht die Haube von oben aus. Da vorne ist ein recht großes Loch drin für den Luftfilter. Durchlass. Da sind Löcher drin. Da verstehe ich es ja noch, da kommt man an den Deckel vom Kühler. Aber hier überall Löcher drin. Guckt euch mal das Riesenloch an für den Auspuff. Da ging ja eigentlich nur das 55er Rohr durch. Da machen die so ein Riesenloch rein. Nervt mich ein bisschen, weil es auch permanent in den Motorraum regnet. Also das Wasser, was hier drauf schüttet, läuft alles direkt in den Motorraum. Das ist echt ätzend. Habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Deswegen werde ich die Löcher hier oben wahrscheinlich zumachen. Da drüben ist ja recht einfach. Das ist ja nur ein Ansaugschlauch. Da gucke ich mal, ob es irgendwie eine Tülle gibt, die man da drumherum legt. Dann wären wir da schon mal einen Schritt weiter. Und die anderen Löcher werde ich wohl nicht umhin kommen, die zuzuschweißen. Da mache ich eine Klappe drauf. Das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Und die anderen Löcher mache ich alle zu. Wofür müssen da Löcher sein? Freue ich mich. Ja gut, hier ist klar, hier war der Halter dran. Aber was für ein Riesenloch hier. Jetzt nützt uns das gerade, weil der Auspuff da natürlich perfekt reinpasst. Aber ehrlich, was soll das? Naja, also habt ihr jetzt die Motorhaube von oben gesehen. Hier mit den Kratzern und Macken ist nicht ganz so schlimm, aber seht ihr einen Farbunterschied. Hell, dunkel. So, dann sind wir aber hiermit durch. Auspuffklappe funktioniert. Dann lassen wir die Möhre doch jetzt mal laufen und gucken, ob der leiser geworden ist, ob man da überhaupt was hört, einen Unterschied. Gucken wir uns jetzt mal schnell an. Noch ein schneller Blick unter die Haube. Flexrohr ist klar, dann kommt die Doppelschelle und dann kommt schon der Schalldämpfer. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt mal eure Meinung zur Optik. Jetzt will ich doch mal wissen, findet ihr das cool? Findet ihr das scheiße? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich finde es wirklich gut. Und vor allen Dingen, die Abgase gehen jetzt nach oben, nicht mehr nach unten. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, wird festgestellt haben, der qualmt gar nicht mehr. Mal sehen, wie das morgen in der Kaltstartphase ist. Der Motor ist jetzt auch nicht besonders warm. Ich konnte ja das Abgasrohr und den Auspuff so anfassen. Also das war jetzt noch leicht erwärmt, würde ich das mal nennen. Aber er qualmt nicht. Vielleicht hat das ja was gebracht. Ich bin jetzt vorhin bis zum Baustoffhändler gute 5 Kilometer einen Weg gefahren. Vollgas beide Wege. Einfach mal, dass der frei gepustet wird.
Und der Sound ist auch geil im Leerlauf, ne? So, also von hier aus finde ich das schon ziemlich gut. Und von hier aus finde ich das nicht unbedingt schlechter. Also gut, diese doofe silberne Klappe, die da drauf sitzt, die könnte jetzt noch schwarz sein. Ich wollte auch eine schwarze kaufen eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe aber keine gefunden. Zumindest nicht für ein 52er Abgasrohr. Und lieferbar in 10 Tagen, in 14 Tagen und so brauchte ich auch nicht. Ich brauchte jetzt eine Lösung, weil ich wollte ja jetzt zeitnah mit euch zusammen umbauen, damit ihr seht, was wir so verbessert haben. Jetzt steht der Auspuff natürlich schief. Das liegt daran, weil das Rohr darunter auch nach hinten so ein bisschen weggeneigt ist. Aber das stört uns doch überhaupt kein bisschen. Der Luftfilter sitzt ja auch nicht gerade drauf. Der steht ja auch ein bisschen schief. Und beides passt jetzt zusammen, finde ich. Schreibt es mir in die Kommentare. Macht mir doch mal ein bisschen gute Laune. Gibt sicherlich den einen oder anderen, dem das nicht gefällt. Auch nicht schlimm. Schreibt es alles rein. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, aber ich glaube, wir haben eine gute Lösung gefunden, dass wir jetzt die Abgase nicht mehr den Kühen und mir ins Gesicht pusten. Ob sie jetzt durchsichtig sind oder blau oder grün oder gelb, sind völlig egal, aber ich denke, das sieht doch jetzt erstmal vernünftig aus und hat richtig was gebracht und es war kein Riesenaufwand, ne? Ja, zu den Kosten mal schnell, das hat sich total in Grenzen gehalten. Also die Doppelschelle Edelstahl 16,90 Euro inklusive Versand. Und die Klappe Edelstahl 23 Euro inklusive Versand. Ja, es gibt die Klappen auch für 9 Euro, für 10 Euro, für 11 Euro, weiß ich. Dann sind die aber verzinkt und nicht Edelstahl. Und ich habe gedacht, na gut, wenn sie jetzt schon Silber wird, dann machen wir sie Edelstahl. Schwarz wird sie von alleine. Ich lackiere die jetzt sicher nicht in Schwarz. Dann müsste ich wieder anschleifen, vorbereiten, grundieren und so weiter und so fort. Und dafür ist das halt ein Auspuff. Das wird jetzt von alleine schwarz und fertig ist die Laube. Aber ich glaube, ein gelungener Umbau für unter 40 Euro den Auspuff verlegt, das Rohr abflexen, Arbeitszeit. Wenn ich jetzt das Filmen mal abziehe, vielleicht 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten länger hat es nicht gedauert. Also von daher ein sehr, sehr einfacher Umbau, der am Ende, glaube ich, echt viel bringt. Und damit sind wir dann mit der Geschichte erstmal durch. Wir haben aktuell Gäste im Backhaus, die wollen zu den Tieren. Ich hole die jetzt mal eben, zeige denen die Tiere, weil ich habe noch eine Sache, die zeige ich euch. Vielleicht kriegen wir sie heute noch verbaut. Wenn nicht, nächste Mal. Aber zeigen tue ich es euch schon mal. Wir haben ja ganz am Anfang diesen Rückfahrpiepser, diesen Rückfahrwarner abgeklemmt. Das war, glaube ich, die erste Amtshandlung mit dem Seitenschneider schnippschnapp die Kabel abzumachen, weil das Piepsen ging einem ja dermaßen auf den Geist, dass selbst die Nachbarn sich schon beschwert haben. Und dann hatte ich erst überlegt, so Blitzlichter zu montieren, dass man beim Rückwärtsfahren eine Warneinrichtung hat. Dann habe ich gesagt, ich mache die Rückfahrscheinwerfer an. Im Internet habe ich gesehen, viele Hoflader haben hinten eine Arbeitslampe oben am Dach oder irgendwo am Hoflader montiert, die angeht, sobald man den Rückwärtsgang einlegt. So, und dann hatte ich ja auch schon so ein paar Sachen überlegt und dann kam ein Zuschauer auf die Idee und sagte mir, hör mal, bei Gabelstaplern ist es so, die haben Lampen montiert in Blau oder Rot, die zum einen extrem hell sind und zum anderen eine Markierung auf den Boden machen. Das heißt, wenn jemand auf den Hoflader zuläuft, sieht er Balkenmarkierungen neben dem Hoflader und hinter dem Hoflader. Bisschen recherchiert, im Internet geguckt, ist ganz einfach, sind im Prinzip einfache LED-Strahler, die dieses Muster auf die Erde projizieren. Das soll bei Tageslicht gut funktionieren. Bei Sonne schreibt der Hersteller von der Lampe ein bisschen kritisch, aber solange das so ein Wetter ist wie jetzt, funktioniert das gut. Und das Licht geht ja an und leuchtet blau. So, und von daher sollte das auffallen, wenn wir den Rückwärtsgang einlegen. Wir werden jetzt erstmal das Teil anschließen und gucken, wo wir den montieren müssen, grob, damit wir diese Balkengeschichte haben. Oben am Dach geht nicht, ich kann schlecht Löcher ins Glas bohren, aber ich hatte gedacht, hier hinten vielleicht irgendwo mit einem Halter hier oder da. Wir müssen halt gucken, dass die Balken rechts und links zu sehen sind. Wir gucken mal. Also, wir werden das ausprobieren. Wir schließen das Ding an. Schauen, wie er leuchtet, schauen, wo wir den positionieren und dann sehen wir mal, ob wir das gleich noch schaffen. Wäre mir natürlich am liebsten, weil dann hätten wir das Thema auch aus dem Kopf, aber wir haben aktuell Gäste im Backhaus, die wollen gerne die Tiere sehen. Das würde ich jetzt mal zuerst machen. Ja, und wenn ich da noch Zeit finde, bauen wir das an. Ansonsten seht ihr es im nächsten Video, aber ihr wisst jetzt zumindest schon mal, wie wir das gelöst haben mit dem Rückwärtsfahren. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die ganzen Tipps und Hinweise, die ihr da in die Kommentare geschrieben habt. Blitzer war auch so eine Geschichte,
wo der eine oder andere schrieb, hör mal, das wird echt nervig, wenn du rückwärts fährst, dann blitzt das die ganze Zeit. Stimmt, im Dunkeln nervt das dann mit Sicherheit. Also von daher vielen Dank für die ganzen Tipps und Hinweise und vielen Dank an den Tippgeber für diese Lampe vom Gabelstapler. Ziemlich geil. Ich habe jetzt blau genommen, weil auf rot hatte ich nicht so wirklich Bock. Also von daher, entweder seht ihr das gleich noch oder ich sage an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Dann sehen wir uns am Donnerstag. Dann werden wir die Reifen mit Wasser füllen, bis dahin, auf jeden Fall, weil die Sachen habe ich jetzt alle da. Und ja, entweder machen wir die Lampe, entweder ist die Lampe jetzt schon dran, oder auch das sehen wir am Donnerstag, oder ihr. Ich muss es ja machen. Also, ich wünsche euch einen ziemlich geilen Restsonntag, einen guten Start in die Woche, und dann sehen wir uns am Donnerstag. Tschüss!